Hallöchen Leute, ich heiße euch willkommen zurück zu einem neuen Part von Pokémon Schwarz. Im letzten Part ist jede Menge Scheiße passiert. Ich habe unter anderem Evoli verloren und... Oh, es ist noch hell. Ist das nicht schön? Und jetzt werden wir sehen, was dieser Part Schönes für mich bzw. für uns bereithält. Ah, das könnte übel werden. Herzschuppe, ich habe keine Herzschuppe. Ja, ja, Ruhe, okay. Dann weiß ich jetzt, wo die Attacken-Erlernerfrau wohnt in dem Spiel. Ich bin unglaublich glücklich. Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal straight zur Arena gehen. Weil ich da überhaupt schon hin kann. Und ich glaube, irgendeiner von euch hat mir doch was geschenkt, oder? Ja, bla bla. Und nee, irgendjemand hat doch hier... Irgendwas gab es hier auf dem Flughafen. Ich erinnere mich noch. Warum sind die Flugzeuge eigentlich so winzig? Na, freier Fall. Was ist freier Fall? Moment, muss ich gleich mal begutachten. Freier Fall, was bist du? Wo sind meine TMs? Da sind meine TMs. Freier Fall. So ein Schwachsinn. Scheint mir wie Fliegen zu sein, nur genauso wie Fliegen, nur braucht man es nicht, weil man Fliegen hat und es ist schwächer, also großartiger Angriff. Hast du was für mich? Ja, ja, schmackhaftes Gemüse, interessant, erzähl mir mehr. Aber wo ist die Arena? Wo warst du nochmal? Da, hi! Der Turm des Willens. Bin ich denn gewillt, zu dem Turm des Willens zu gehen? Ich will es nicht wissen. Kann ich hier einfach... Warum kann ich dann nicht mit dem Fahrrad rüber? Ach, okay. Ja. Ja. Sieht sehr anspruchsvoll aus. Ich hab's geschafft. Hey, und hallo, Arschtrainer. Wie geht's dir denn, du guter Arschtrainer? Beim Reihumkampf? Nein! Bitte kein Reihumkampf. Die sind so... Kacke. Oh, nö. Jetzt hätt ihr aber auch meinen Reihumkampf. Hey! Habe ich sie so gut, wie es mir möglich war, bin ich sie so gut, wie es mir möglich war, umgangen, aber jetzt geht's wohl nicht. Und der ist scheinbar auch nicht randomisiert, aber gut, darüber sehe ich mal hinweg. Was mache ich jetzt am besten? Ich möchte drehen. In die Richtung? Ja, in die Richtung. Und du machst dann Duo-Nadel. Ich hoffe, dass er auch bei Cleopatra bleibt. Oh, du Arsch! Ist doch dumm. Egal. Nein, nicht der... nicht der Schnabel. Ah, okay. Dann erhöhe mal deine Spezialverteidigung. Das schütze ich nicht vor meinem heldenhaften Scharnabel. Yay, genau das wollte ich einsetzen. Genau das. Luftschnitt? Ja, mach was immer du willst. Zieh dir nichts ab. Siehst du? Absolut... Hey, Spießer, enttäusch mich jetzt nicht. Hör auf zurückzuschrecken. Dieses Scheißviech hat mir jetzt eine viel zu hohe Spezialverteidigung. Was aber eigentlich egal ist, weil ich keine Viecher habe, die Spezial angreifen. Traurigerweise. Oh Gott, mein gesamtes Team ist immer noch ein Trauerspiel. Es ist so verdammt unausgeglichen. Okay, Cleopatra, du willst also sterben? Finde ich super, habe ich nichts gegen. Denn du frisst jetzt meine Duo-Nadeln. Pam Pam! Und Pam Pam, das war's dann mit Cleopatra. Ich denke, den Reihumkampf muss ich auch soweit eigentlich auch nicht erklären, weil es ist ziemlich selbsterklärend. Mehr ist langweilig. Okay, dann stirbst du jetzt mal, Fletiamo. Nein! Oh Gott, warum bist du so nervig? Komm schon. Na, starr vor Liebe. Aber bei dem doch nicht, oder? In den hast du dich doch nicht verliebt, hoffe ich doch mal. Gott, Spießer, du bist so eine richtige Bitch. Warum schreckst du die ganze Zeit zurück? Greif doch bitte an! So schwer ist es doch nicht. Und Angriff. Pam Pam. Siehst du, geht doch. War doch gar nicht so wild. Und jetzt das Ganze noch zweimal und dann haben wir den Kampf gewonnen. Mehr verlange ich doch nicht. Gut, jetzt. Dankeschön. Pam Pam. Und ich glaube, in das andere Viech bist du immer noch verliebt, oder? Oh, Spießer. Enttäusch mich nicht so sehr. Und hi, Fletiamo. Du komische Fledermaus, du bist total kacke. Mal im Ernst, gibt's irgendjemanden, der dieses Viech mag? Würde mich stark wundern. Kann's mir einfach nicht vorstellen, ich seh's nicht. Greif doch bitte an! Komm schon, du schaffst es. Schaffst es? Nein! Greif an! Und jetzt stirbt man nicht weg, Spießer. Wenn du stirbst, dann... Alter. Alter, ich sag, wenn du stirbst, dann Alter. Ich weiß nicht, was ich dann machen werde. Da werden schlimme Dinge geschehen. Ich möchte Flauschi haben und Flauschi möchte Raub einsetzen. Nachdem es Luft geschnitten wurde.
Dong. Schon. Okay, das ist ausreichend. Komischer Ruf. Hey, 32. Yay. Bärenkräfte. Ach, Flauschi, lernst du nicht auch irgendwelche guten Angriffe? Anwender zieht aus seiner derzeitigen Bärenkraft. Ja, super. Nein, ich möchte keine Bärenkraft. Das ist doch dumm. Flauschi, sehr enttäuschend. Sehr, sehr enttäuschend. Okay, Till. Und Zwielicht werde ich dann übrigens auch mal so ein bisschen außerhalb der Aufnahme trainieren, weil wäre bescheuert, wenn ich jetzt die ganze Zeit irgendwie Zwielicht an erster Stelle habe und dann das immer auswechsel oder so. Das bringt ja niemandem was. Wo muss ich hier überhaupt hin? Wo ist denn der komische Turm? Ist hier der Turm? Turm! Der Visocaster! Yay! Wer ruft mich da an um diese Uhrzeit? Oh, hallo Mama, die immer noch genauso alt aussieht wie der Protagonist. Okay, ja. War's das? Okay, du hast mich eingerufen und mir irgendwas erzählt, was vollkommen unnötig war. Okay, ich habe das Gefühl, ich muss da hoch. Stimmt's zu Clown Man? Ja, dieser Clown Man. Der ist ein Clown Man. Oh, und ich hoffe, in dem Turm kann ich wieder was Neues fangen. Irgendwas Cooles möchte ich dieses Mal. Yay! Wendelberg? Klar, warum nicht? Ich kann da noch nicht rein. Na, gegen dich kann ich kämpfen. Hallo, Wanderer! Wo ist denn eigentlich der Turm? Ich glaube, ich hätte da, bevor ich da auf die rechte Seite übergegangen bin, hätte ich nach oben gehen müssen. Hätte ich nicht gemacht. Oh, ein Seekrom. Yay, dann haben wir jetzt beide gesehen in diesem Let's Play. Bei Part 31. Yay, yay, yay. Oh Gott, ich habe sowas von keine Lust, gegen dich zu kämpfen. Terravolt? Das klingt mir so, als wärst du Drache Elektro. Hoffe ich doch mal. Palmaton. Ich hoffe, du schaffst es irgendwie, Palmaton. Schläfe ihn ein und dann tritt in seine Leiche. Ich meine, in seinen schlafenden Körper. Okay, es hat sich wieder selbst begrenzt. Und Hypnose. Ja, die Antikraft, wie immer. Irgendwie kann jedes legendäre Pokémon diese verdammte Attacke. Und sie nervt jedes Mal aufs Neue. Du Scheißviech machst scheiß viel Schaden. Oh, Feuer-Odem auch. Ja klar, warum nicht? Warum nicht? Schlaf ein. Gute Nacht. Okay. Soweit, so gut. Dann möchte ich jetzt noch meinen Palmaton kurz heilen, weil sicher ist sicher. Ich möchte nicht, dass der Palmenkopf mir drauf geht und dann kann ich angreifen. Gleich ist es soweit. Passt auf. Er ist 34. Meine Fresse. Verdammtes Seekrom. Psy-Schock. Ich meine natürlich Psycho-Schock. Komm schon, schaffst das, Palmaton. Schaffst das. Und ich habe das Gefühl, die Gegner werden echt immer stärker. Also auch von den Pokémon her, je weiter ich komme in dem Spiel. Und das gefällt mir nicht so wirklich. Weil ich eigentlich dachte, es pendelt sich alles so ein bisschen ein, aber dem ist irgendwie nicht so. Jetzt kommen immer mehr legendäre Pokémon und das ist echt uncool. Ja, du bist wieder aufgewacht, war klar. Oh, du kannst schon Donnerblitz. Ja klar, warum nicht? Warum denn nicht? Friss den Psychoschock. Ich glaube, jetzt mache ich noch einen Psychoschock. Lohnt sich nicht zu versuchen, den nochmal einzuschläfern. Ja, du machst doch einen Donnerblitz. Finde ich super von dir. Coole Aktion. Mach weiter so. Macht auch schon fast ein bisschen Schaden und jetzt stirb. Verdammtes Drecksviech. Stirb einfach. Das ist ein langer Schrei. Und es ist tot. Alter, so viele Erfahrungspunkte. Und ein Milzer. Ein Milzer. Ja, klar. Das macht den großen, großen Unterschied. Ich hätte unfassbar gern so einen Milzer. Ein Maxax wäre unglaublich cool. Aber gut. Treten wir ihm erstmal in den Arsch und dann schauen wir, was so passiert. Konfusion. Dum. Bumm. Das war leicht. Ciao, Milzer. War nett, mit dir zu reden. Ich hab nicht mit ihm geredet. Warum sollte ich auch? Ist nur ein blödes Drachenviech. Okay, da komme ich nicht rein in den Wendelberg. Dann habe ich Pech gehabt. Und ich kann wieder zurück. Yay. Yay. Oh Gott. Du siehst mich nicht, okay? Ja, du siehst mich nicht. Idiot. Ich glaube, ich muss die Trainer aber sowieso früher oder später mal abklappern. Nee. Ich habe hier ein Hornlio gefangen. Was gibt's? Okay, das war jetzt lustig. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas voll übertrieben Starkes, aber nö. Kommt noch ein Hornlio. Ah, weißt du was? Leck mich, blödes Viech, du. Keine Lust, mit dir zu streiten. Mach doch, was du willst. Ich mach auch, was ich will. Beide sind wir zufrieden. Fuck! Ich wollte in diesen Grasbüsch. Ich wollte mal schauen, was da drin ist. Als bei diesem, der immer so wackelt. Hätte mich jetzt mal interessiert, aber naja.
So, was hast du denn, Ranger Man? Ein Panpyro. Panpyro, finde ich super. Weil ich gerade Flauschi vorne habe. Das heißt, den kann ich einfach ganz straight in den Boden fliegen. Und flieg in die Lüfte, Flauschi. Flieg nach oben. Gut gemacht. Ah, Flammenrad. Das ist ein cooler Angriff. Warum kann mein Victinini nicht so coole Angriffe? Ah, ich werde es wohl nie wissen. Ich hoffe, du bist ein Kampftyp und kein Feuertrottel. Du bist ein Feuertrottel. Aber gut, Feuerregel kriege ich auch noch mit Flauschi kaputt. Daran soll es jetzt nicht scheitern. Mann, sieht die Flamme auf deinem Rücken billig aus. Ist das überhaupt eine Flamme oder ist das einfach nur Papier, das dir da jemand hingeklebt hat? Oh, ein Igel auf Level 31. Du scheinst ein starkes Pokémon zu sein. Boom! Noch ein Einigler. Ah, Feuerregel. Zöger es jetzt nicht weiter hinaus, als es hinausgezögert werden muss. Versuch doch mal anzugreifen. Wie wär's damit? Ich habe gehört, mit Angriffen kann man auch kämpfen. Nein, okay. Du erhöhst deine Verteidigung. Du willst also gar nicht gewinnen. Du willst einfach nur möglichst unbeschadet überstehen, aber hier gibt es ein kleines Problem dabei. Der Kampf ist erst dann vorbei, wenn einer von beiden kaputt ist. Und das bist in dem Fall du, weil du nicht angegriffen hast. Dummes Feuerriegel. Und Ranger. Tot. Yay, noch eine Bäre. Hört auf, die ganze Zeit mir Bären zu schenken. Solange es keine guten sind, was soll ich mit dem Schrott? Ja, ist ja schön für dich. Okay, und da ist der Turm. Oh yeah, ich bin ja voll bereit dafür. Das ist ein kleiner Turm. Komm, hier gibt es auch wilde Pokémon, oder? Turm des Himmels. Okay, hoffentlich irgendwas Cooles. Hoffentlich irgendwas Cooles. Irgendwas Cooles, irgendwas Cooles. Komm schon. Komm schon. Komm schon, ich bin optimistisch. Okay. Ich weiß, viele von euch mögen dieses Pokémon nicht, aus offensichtlichen Gründen, weil es aussieht wie eine Eiswaffe. Aber ich möchte es jetzt haben, weil ich gerne ein Eis-Pokémon hätte. Vor allem jetzt mit Spezialangriff. Deswegen, Gelatwino, ich bin dabei. Raub es mal aus. Her damit! Okay. Ich traue mich nicht wirklich, Fliegen einzusetzen, weil es... Oh, willst du mich verarschen? Blöder Verhöhner. Muss ich dich jetzt so lange ausrauben, bis der Verhöhner nicht mehr... Au, 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 au. Warum? Warum? Ausgerechnet... Warum? Warum ausgerechnet Flauschi? Das tut mir jetzt echt ein bisschen... Da, ganz tief drin weh. Warum Flauschi? Du scheinst mir stark zu sein, aber... Warum Flauschi? Gott. Warum wird das alles nur immer schlimmer? Flauschi. Oh Gott. Ich dachte, er wird Flauschi, wenn ich die Spiel zu Ende bringe. Oh, Flauschi war... Oh Gott, ich habe so viel mit Flauschi durchgemacht. Oh Gott. Was ist das jetzt? Au. Oh. Dreckiges, verdammtes Pokémon. Ich würde dich jetzt gern töten. Aber ich darf nicht. Ich kann nicht. Ich muss nämlich noch... Bleib bei dem scheiß Pokéball. Ich bring dich um. Das meine ich ernst. Ich pack dich unten an deiner Waffe, dann schlecke ich dich weg. Und durch den Strohhalm schlürfe ich dein Gehirn raus. Du hast Flauschi umgebracht. Flauschi. Flauschi. Ausrechne Flauschi. Nein, das meine ich jetzt aber übrigens ernst. Ich dachte, Flauschi ist das eine Pokémon, das mich ganz bis zum Ende hin begleiten wird. Schluckt Unmengen an Wasser, die sich bla bla. Ich dachte auch nicht, dass es Flauschi one-hitten kann. Alter. Wenn ich dich am besten... Ich schau mal, ob der Name passt. Groß... Er sollte passen. Oh Gott. Eiskiller. Denn dieses Pokémon ist ein Killer aus Eis. Ja, dann gehe ich gleich mal wieder, weil... Hat ja alles keinen Sinn mehr so. Gott, mein armes Flauschi, geh da raus, du Trottel. Das ist echt... Ah... Ah. Geh mir nicht auf den Sack, Mann. Ich habe gerade andere Probleme als dich, du Idiot.
Oh, hallo. Trotzdem andere Probleme. Oh, Kikli. Wisst ihr, wer gegen Kikli sehr effektiv gewesen wäre? Ja, das wisst ihr. Flauschi. Ach Gott, Kikli, du Scheißviech. Geh mir jetzt nicht auf die Nerven. Wenigstens hast du Kampf-Pokémon, die sollte ich dann mit Victinini echt schnell wegbekommen. Oh Gott. Der Part pisst mich gerade voll an. Also, ihr könnt, denke ich, nachvollziehen, warum. Ich will, dass er zu Ende geht. Ich will das nicht mehr. Halt das nicht mehr aus. Stirb, Kikli. Für Flauschi. Oh Gott. Oh Gott. Mein Team wird immer schlechter und schwächer. Das ist nicht gut. Leute, wisst ihr, dass das hier alles in keine gute Richtung geht? Ja, was bist denn du jetzt für ein Scheißehaufen? Oh, du bist Wasser, natürlich. Alter. Ich dachte, du bringst jetzt mein Victinini um. Ich halte es inzwischen übrigens auch nicht mehr für ausgeschlossen, dass ich, eventuell das Ganze hier vollkommen verkacken kann. Ich meine, ihr seht ja, es kann alles schief gehen. Und wollt ihr auch wissen, warum ich weiterhin Flauschi drin gelassen habe? Ich dachte, es kann den Angriff überleben, auch wenn es doppelt effektiv ist, aber ich wollte das andere Viecher einschläfern. Und ich dachte, das kann Flauschi ja ganz gut machen. Ich hätte natürlich auch Palmaton einsetzen können, aber bei dem war ich mir sicher, dass sowieso kein Angriff von dem Gelatwino überlebt. Deswegen dachte ich mir, hey, Flauschi ist zuverlässig, Flauschi überlebt alles. Flauschi ist super, aber dem war nicht so. Ah, Meister Garif, was auch immer. Naja, mein Team ist dann wieder ein bisschen ausgeglichener. Warum konnte ich nicht Nosferatu 2 opfern? Es wäre mir so vollkommen, es wäre mir nicht egal gewesen, aber... Das ist halt Nosferatu. Oh Gott, du hast Steinangriffe. Danke, dass du keinen Steinangriff eingesetzt hast. Ja gut, ja, ist super für dich, Meister Garif. Flügelschlag. Bam. Alter. Nein! Nein, ich hab das nicht wirklich... Fick, nein! 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 Warum habe ich das auch gesagt? Was habe ich mir dabei gedacht? So was... Nein! Was ist denn jetzt von meinem Tier? Oh Gott! Oh Gott! Leute! Warum? Warum tut man mir das an? Fick dich mit deinem Scheiß Zermürben, ich bring dich um! Du Monster! Oh Gott! Wisst ihr, was ich auch jetzt machen werde? Ich werde jetzt auf einer Leiche in die nächste Stadt fliegen. Nein, wisst ihr, was ich wirklich machen werde? Ich sage, fick dich, du... irgendwas. Dann sage ich... Ja, nein, Ruhe! Und sage ich, leckt mich alle, ich beende jetzt den Part. Frohes Wochenende! Oder was man da auch immer sagt. Schönes Wochenende, gutes, schönes Wochenende. Ein besinnlichen Sonntag, an dem kein Video kommt. Ja, ich darf mein Team nochmal ganz neu strukturieren. Ach, wie schön für mich!